Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Assetto Corsa Competizione. Wir sind hier in der LFM auf Spa und ich bin in Split 2 eingeordnet worden und das ist deutlich zu schnell für mich. Ne? Ich habe jetzt eine 22.6 im Quali geschafft und die schnellsten in dem Split fahren hier eine 18.6, also 4 Sekunden schneller als ich glatt. Das, ja, Split 2 von 5 ist es, glaube ich. Also, nee, ist halt deutlich zu schnell für mich eigentlich. Da habe ich nichts zu suchen. Ich starte auf Platz 21 auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe, das wird hier hinhauen. Irgendwie werde ich das wahrscheinlich hinkriegen. So, ich stelle hier mal ein gerade. Die Differenz, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir fahren eine lange Einführungsrunde, kann das sein? Ich hoffe, ich weiß es nicht. Follow car number 16. So, wir schauen mal. Nice and neat, stay out of trouble. Oh ne. Wir nehmen die kurze Einführungsrunde, gut zu wissen. Ja, 20 Minuten geht das Rennen. Darf ich dem Aston da vor mir natürlich nicht auffahren? Go, go, go! Oh, das wird. Oh Gott, ich sehe das schon. Das wird nichts. Links neben mir ist einer. Mit dem wollte ich mich ja nicht unbedingt küssen. An der Stelle, da hatte ich keinen Bock drauf. Deswegen habe ich den jetzt mal durchgelassen. Ich sehe natürlich nicht, wann hier gebremst wird. Decent start. We can build something from here. Car on the left. Clear on the left. Und Jim hat mich mal nicht komplett fertig gemacht nach dem Start. Hat gesagt, war ein anständiger Start. Car on the left. Clear on the left. Oh Gott. Da kann man was draus machen. Oh, weia. Das ist ja, oh Mann. Split 2, ja? Ich meine, es ist die Rookie-Serie, okay, aber. Dafür, dass sie alle schneller fahren als ich eigentlich, zumindest im Quali. Gehst du ganz schön wild zu. Muss ich lupfen, sonst wäre ich dem Aston voll hinten im Kofferraum gesessen. Was will der links von mir? Da kann er mal weggehen, bitte. Habe ich so ein. Ganz leichtes Rutschen gespürt. Als wenn ich da gar keinen Grip hätte. Incident's clear. Green flag. Das war ganz komisch. Ich weiß nicht warum, ne? Da Steuerung ganz leicht hier. Keine Ahnung, was da los war. Das hat sich auf jeden Fall nicht sehr vertrauenerweckend angefühlt. Ein bisschen mehr Auslaufzone genommen. Okay, bevor ich da abfliege.
Oh je, da habe ich nicht gesehen, wo ich einlenken muss. Da war der BMW im Weg. Come on, don't let him get away. The next car is Jorgensen. Jetzt bin ich aus dem Rhythmus raus. Mich verunsichert auch echt, dass sich das Lenkrad so leicht anfühlt die ganze Zeit. Das war gerade im Quali nicht so. Da hatte ich ordentlich Force Feedback und jetzt auf einmal nichts. Yellow flag, be careful there. Slow car ahead. Da die Linie treffe ich auch gerade nicht. So, jetzt wäre ein bisschen rantasten hier. Ups. Nicht schlafen. Car on the left. Clear on the left. Start, don't panic. Oh, wie hat er in die Kurve noch bekommen? The car in front of us is now Oliveira. Car on the left. P21. Let's put this hard work to good use. 15 minutes remaining, 15 minutes to go. Er war auch mega außerhalb des Tracks, oder? Wo er da beschleunigt hat. Oh, was zum Kuckuck. Es ist sein Ernst. Es ist sein Ernst. Wenn ich da nicht gelupft hätte, ich wäre dem Porsche so hinten reingekracht, wie der da vor mich gefahren ist. Und Benzo hinter mir. Keine Ahnung, was bei ihm los war. Gap in front is now 1.1 seconds. Habe ich irgendwie alte Reifen bekommen oder sowas? Es fühlt sich nicht schön an. Leader has just done a 218.93. So, jetzt sind wir endlich mal rumgekommen. Perfekt. Und da konnten wir doch auch ein bisschen aufholen zu dem Porsche. Da vorne ist eine ganz lange Schlange. Oh, okay. Dann nehmen wir wohl doch die bisschen weitere Linie. Green flag, you're clear of the incident. Der stand ja da richtig krass. Und durch die beiden vorausfahrenden Autos habe ich es auch echt spät gesehen eigentlich. Also nicht zu spät, aber... Das schaffen wir, das schaffen wir. Gar kein Problem. Perfekte Linie. In der Rechtskurve in der ersten einfach nicht dicht genug dran gewesen, da am Curb. The gap in front is now 2.4 seconds. What? Wir waren gerade noch bei 1.9. Habe ich ja in der Kurvenkombination echt so viel Zeit liegen lassen.
ganz kleines bisschen zu früh auf dem Gas gewesen, schade. Oder nicht hart genug eingelenkt. The guy behind is reeling you in. The gap's now 2.6 seconds. They're quicker than us entering Bruxelles. Lustig ist, meine letzte Runde war halt einfach schneller als Quali, obwohl ich Quali echt wenig Treibstoff drin hatte. Wow, okay. Da hat Lambo gesagt, kein Bock. Warum? Keine Ahnung. Hat das halt ordentlich Zeit gekostet. 21st. Yellow flag. Slow car ahead. Schon wieder? Dann nehme ich wieder die weite Linie. Nee, aber der. Was war mit denen hinter mir los? Green flag. Da waren irgendwo welche, ne? Ich habe die nur nicht gesehen. Also war die weite Linie vielleicht gar nicht so schnell. Ah, es war vielleicht in der Box. Yellow flag. Das waren vier Autos oder so. Krass, was war da los? Es waren vier oder fünf Autos, an denen ich gerade vorbei bin. Green flag, you're clear. Interessante Linie hier. Nicht so weit raus. Es gibt ganz schnell eine Track Cut Warning. Und bei mir schleicht sich schon wieder einer an. Audi. Time to get defensive, mate. Na, mal sehen, wie der Audi sich verhält. Wenn er in der Bremszone an mir vorbeischießt, ja, dann ist es halt so. Wir sind so weit hinten, da wäre ich nicht unbedingt verteidigen. We've been warned about track limits. Car on the right. Clear on the right. Da zum Beispiel hat er mich schön rausgedrängelt und dann bleibt er doch hinter mir. Das war unnötig. Da gab es eine kleine Kollision, ne? Ich habe es nur gehört, ich habe es nicht mal gespürt im Lenkrad. 16th place. Car on the right. Na klar, jeder innen vorbei, wenn ich traut. Und da ne, gar kein Schungel-Kollision. Gar kein Gefühl im Lenkrad hier. Ich weiß nicht, warum der überall seine Nase reinhält. Was stimmt nicht mit ihm? You're pulling away. The gap behind is now 0.9. 2:23.5. Oh Mann, wenn ich das mal im Quali gefahren wäre. Sauber. Ahead is now 4.5. Ach, 23.5, nee, ich bin ja vorhin 22.6 gefahren im Quali. Ist ja Quatsch. Ich dachte gerade, ich wäre 24er Zeiten vorhin gefahren. Aber ich war nur 4 Sekunden langsamer als der schnellste hier im Split. Also 22er Zeiten.
That's half fuel. You've used half your fuel. Ja, das ist doch okay. Habe ich noch genug Treibstoff für eine Extra-Runde? Ich habe mit einer langen Einführungsrunde gerechnet. Ja, deswegen jetzt ein bisschen viel Treibstoff dabei, aber wurscht. So, diesmal habe ich ihn zugelassen, damit es dann nicht zu Missverständnissen wieder kommt. Ups, nicht gut. Ah, passt. We just cut the track. Okay, das war Nummer 2. 3 Warnings darf ich mir einfangen, ohne dass was passiert, außer dass ich natürlich 5 minutes to go. 5 minutes. Super vorsichtig werde. Don't let this guy distract you. They're quicker than you entering Lacombe. Weil ich natürlich keinen Bock auf eine Durchfahrtsstrafe im Spa habe mit der doppelt langen Box. Ruhig innen rein, wenn du magst. Car on the right. Clear on the right. Hier ist das ja unproblematisch. Und er mir halt die ganze Zeit im Nacken sitzt. Soll er halt gehen. Und ich fahre ihm hinterher. Clever. Hier, in der Kurve. Dein Ernst, Audi. Der Typ, ey. Macht mich komplett fertig. Das ist halt echt eine Kurve, ne? Da gibt es nur eine Linie durch. Wenn man da überholt, darf man sich nicht beschweren, wenn man von der Strecke gebumst wird. From the guy behind. The gap's now 8.2 seconds. B18. Bisschen verbremst, passiert. Hilft mir aber nicht unbedingt. Got 10 minutes of fuel remaining. Audi dran zu bleiben. The gap in front has increased. It's now about 0.9. Oh, sehr unruhig. Ein bisschen gewobbelt, aber ich glaube, ich bin nicht mehr im Boden aufgesetzt. The car behind's pitting. There's a slow car ahead. Yellow flag ahead. Be careful. Das ist Track Nummer 3. Just 2 minutes left. 2 minutes to go. Die Kurve muss ich wahrscheinlich viel später anbremsen, ne? Aber irgendwie fühlt sich mein Lambo gerade super unruhig an. Wirklich, als wenn ich auf abgefahrenen Reifen fahren würde. So sollte sich das einfach... Ich meine, es ist einigermaßen warm, ne? Wir haben
Lufttemperatur 31 Grad, aber nach nicht mal 20 Minuten sollten sich frische Reifen einfach nicht so anfühlen. Ich kann halt auch nicht beeinflussen, welchen Reifensatz mir das Spiel gibt. Wenn es halt buggy ist und meint, nö, du kriegst keinen neuen Reifensatz. Oh, viel zu spät gebremst. Hier, nimm den alten. The stewards have warned us for cutting the track. Keep it between the white lines. Dann ist das halt so. Last lap. Ups, bisschen spät eingelenkt. Dann ein bisschen hastig aufs Gas. So, ein bisschen später angebremst mal. Das hat sich direkt viel besser angefühlt. Der Flow durch die Kurve. Ich weiß nicht, ob es mir auch Zeit gebracht hat. Das hat mir auf jeden Fall keine Zeit gebracht. Aber Frese hinter mir irgendwie, ne, der ist nochmal in die Box gefahren scheinbar. Der hat es nochmal weggeballert. Also ich denke mal, ein paar Rennen werde ich noch brauchen, um hier im richtigen Split eingeordnet zu werden. As the finish. Well done. 15. noch. Mussten da noch. Haben sich welche mit dem Sprit vertan? Ich kann es gar nicht so richtig glauben. Ich stelle mal hier ab. Und dann gucke ich mal auf die Zeitentabelle. Zuerst mal das Replay speichern. Sehe ich hier? Nee, da sehe ich nichts. Die sind sofort rausgegangen, alle, glaube ich, ne? Ah, nee, okay, ich sehe es nicht mehr. Ich sehe nicht mal, wo ich hier abgeschlossen habe. Ich denke, es war 18. Platz insgesamt. Müsste so gewesen sein. Vermute ich. Ich schaue einfach gleich mal auf der Website nach, irgendwie, was geworden ist. Ich kann euch ja so lange mit dem Replay hier alleine lassen. Nee, ne, mache ich nicht. Ich mache einen Cut. So, ich habe gerade mal nachgeschaut, also 18. bin ich tatsächlich geworden und ja, mein Rating hat ein bisschen gelitten auf jeden Fall. Ich habe 3 Plätze halt gut gemacht, trotzdem ist mein Rate, also vom Quali her, ich hätte wahrscheinlich deutlich besser qualifizieren müssen. Besser als das letzte Rennen auf jeden Fall, mein Safety Rating hat trotz der kleinen Kollision nicht so gelitten. Ja, Rating ist ein bisschen runtergefallen, also werde ich hoffentlich bald in den nächst niedrigeren Split einsortiert, wenn ich hier fahre. Das wäre super, weil hier sind mir die Jungs halt zu schnell tatsächlich, die Jungs und Mädels vielleicht, man weiß es nicht. Ja. Boah, das war richtig knapp. Wir schauen hier gerade in die erste Runde rein. Ja, also Start ein bisschen zurückgehalten auf jeden Fall. Und
Und ja, dann gab es ja diese eine knappe Situation, aber ansonsten war, glaube ich, alles gut. Ne? Einmal stand da halt noch ein Audi irgendwo, fünf Leute haben sich irgendwo rausgespinnt. Und dieser Zweikampf mit dem Audi, also keine Ahnung, ganz kurios. Ich werde die Szenen jetzt nicht alle raussuchen, die waren alle irgendwie innerhalb von einer Runde oder so. Die werde ich mir dann mal in Ruhe angucken irgendwie. Aber ich denke, er war da einfach super ungeduldig, wollte überholen. Und ich habe ihm nicht Platz gemacht. Und er ist halt ein bisschen optimistisch in ein, zwei Lücken reingestoßen. Vermutlich jetzt. Ja, ansonsten, Jungs und Mädels, war es das auf jeden Fall. Mittwoch gibt es, glaube ich, schon wieder. Also ihr seht es dann ein, zwei Tage später auf jeden Fall. Das nächste Holy Cow Racing League Rennen in Misano. Das wird nachgeholt diese Woche. Ich meine jedenfalls, dass diese Woche ist. Vielleicht ist auch erst nächste Woche. Man weiß es nicht. Ja, wird auf jeden Fall nachgeholt. LFM fahre ich immer, wenn es hier ein paar gute Strecken gibt und ich gerade Zeit habe. Ja, auch schön hier. Das war da sehr knapp alles. Na gut, ne, ihr seht es hier in der LFM Rookie-Liga geht es halt auch sehr, sehr, sehr chaotisch zu. Was es noch gibt, Montag oder Dienstag, wird eine neue Version von ACC rauskommen, also kleiner Hotfix. Und da wird es wohl größere BOP-Anpassungen geben, also BOP-Anpassungen. Das heißt, die Wagen werden dann alle ein bisschen gleichmäßiger, oh, Top-Linie hier, ups, alle ein bisschen gleichmäßiger über die Runden, durchschnittliche Rundenzeit, sage ich einfach mal, beisammen sein. Da bin ich schon gespannt auf jeden Fall. Richtig viel Überschuss auf dem BMW gehabt. Hat dann nicht gereicht, um hier vorbeizukommen in der Kurve. Aber gut. Ja, ansonsten übe ich fleißig irgendwie, wenn ich ihm da nicht hinterher gefahren wäre, so krass weit nach draußen. Wäre das, glaube ich, günstiger gewesen. Aber gut. Ja, ich werde ein bisschen üben. Wir sehen uns dann demnächst. Macht's gut, bis dann. Habt einen wunderschönen Tag. Ciao.